Ich stelle euch heute die Meerschweinchen vor. Das ist Prinz Lucius von Strubelstef. Sein Spitzname ist Burli und er ist der einzige Mann bei uns. Zwar nur noch ein halber Mann, aber ein Mann. Das ist seine Mutter, die Julia. Sie hat keinen Spitznamen. Sie ist quasi die zweite Chefin. Sie teilt sich den Job mit der Vicky. Die kommt als nächstes. Das ist die Vicky. Sie ist die Chefin. Neben der Julia, wie schon gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer die Chefin jetzt ist. Sie teilen sich den Job. Ja, ihr Spitzname ist Fluffball, weil sie so kugelrund ist wie ein Ball und fluffelig. Im Augenblick ist sie nicht fluffelig, weil ich ihr die Haare geschnitten habe, weil es Sommer ist. Naja, eigentlich Frühling. Ja, Frühlingslook. Und die einzige, mit der sie sich streitet, ist die Buffy. Die ist ab und zu bösartig gegenüber ihr. Ja, das war's. So, das ist die Lena. Ihre Vorbesitzer haben ihr den Namen Buffy gegeben. Da ich den zu der Zeit noch nicht wusste, als ich sie übernommen habe, habe ich ihr den Namen Lena gegeben. Aber mittlerweile sage ich auch fast nur noch Buffy zu ihr. Das ist der Spitzname Lena und ihr wirklicher Name ist Buffy. So, das ist die letzte, die Emily. Sie hat keinen Spitznamen. Ja, und sie dürfte die große Liebe vom Prinzen sein.